Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Might and Magic 10 Legacy. Wir sind immer noch in der Räuberhöhle, haben jetzt irgendwie so eine Höhle gefunden. Denn bisher waren wir ja immer nur in irgendwelchen Räumlichkeiten bei den von den Räubern. Und nun sind wir auch wirklich in der Höhle. Rosalie hatte sich beim letzten Mal auch schon gemeldet, dass hier irgendwie so ein riesiges Gewölbe unterirdisch. Eieiei. Eieiei, die schießen schon wieder auf uns. Das heißt, wir gehen direkt wieder zurück und warten erstmal ab. Und dann bin ich mal gespannt, wo uns hier der Weg hinführt. Beziehungsweise, ich kenne es ja mittlerweile schon. Aber ich will ja euch jetzt ja auch nichts verraten. So, er macht erstmal wieder brennende Entschlossenheit. Ganz wichtig. Weil, dass der Milizionär uns nicht wieder betäubt. Und wir auch alle unsere Erfahrungspunkte bekommen. Und dann einfach mal volle Kanne draufzwirbeln. Sehr schön. Ich fange wieder hier an. Der kann mit seinem Feuerball einmal schießen. Sehr schön. Oh, und da hat auch unsere Magierin ihr Level up. Au! Au, 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 au. Machen wir einmal Giftheilung auf sie. Sie kann eigentlich draufhauen. Genauso wie er. Und unsere Barbarin auch. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich müsste theoretisch heilen. Nee, machen wir es anders. Sie nimmt einen Heiltrank. Er nimmt sich die Giftheilung wieder. Also mit der Giftheilung das Gift runter. Und dann prügeln wir ihn down. Sehr schön. So, jetzt haben wir auch wieder volle Lebensenergie. Und wir können einmal aufskillen. Aber bevor wir aufskillen, wollte ich nochmal kurz gucken. Was brauchen wir denn hier? Benötigt mindestens Stufe Experte der Fertigkeit Axt. Okay, dann machen wir hier... Ach du Scheiße. Ja, skillen wir da erstmal die Axt hoch. Das ist schön. Ja, bestätigen. Was haben wir hier? Benötige Mindeststufe Experte der Fertigkeit Magische Foki. Jetzt müssen wir gucken. Magische Foki. Hat sie schon ein bisschen was gemacht? Er noch gar nichts. Er soll da auch nicht drauf. Er soll Speere weiter benutzen. Das heißt, ich würde sagen, sie kriegt Magische Foki, dass wir dann auch den legendären Stab hinterher benutzen können. Und das letzte war noch gewesen... Mindestens Experte der Fähigkeit leichte Rüstung. Achso, das hat sie mit der Axt jetzt gemacht, ne? Leichte Rüstung hat der nicht. Was macht er denn weiter? Ich würde sagen, er geht weiter auf... Das ist jetzt gerade eine gute Frage. Ich glaube, Schwert ist schon gar nicht schlecht. Schwert und Schild. Ich würde sagen, machen wir Schild erstmal hoch. Dass wir Schild dann auch auf Experte kommen. Was bringt uns das denn? Ihr erhaltet 2 zusätzliche Abwehrversuche. Das ist schon mal nicht schlecht. Ihr leistet Gegenwehr sofort nach dem ersten Nahkampfversuch, den ihr in der Runde des Gegners abwehrt. Ja, das ist auch super. So, und was macht er? Was können wir mit ihm machen? Wir könnten theoretisch die Feuermagie weiter hochbringen. Ich glaube, das mache ich auch. Arkane Disziplin jetzt nicht unbedingt. Machen wir Feuermagie hoch. Dann haben wir die Skills schon mal alle verwendet und dann können wir hier noch weitermachen. Er braucht auf jeden Fall ein wenig Wahrnehmung. Moment, Macht, Wahrnehmung, Vitalität und Geist. Das sind die 4, die wir bei ihm skillen. Sie braucht Wahrnehmung, Macht, Vitalität. Ich bin gerade am Überlegen. Noch ein Vitalität drauf, dann ist 18, das ist ganz okay. Bei ihm ganz klar, so wie sonst auch immer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Magier auch Wahrnehmung brauchen. Ich guck mal eben. Die wahrscheinlich, Wahrnehmungsattribut steigert den Fernkampfschaden und alle Angriffswerte. Aha, was ist Magie? Das Magieattribut steigert die magische Kraft und die maximale Mana-Regeneration um 0 pro Attributspunkt. Das ist echt eine gute Frage. Wenn das einer von euch weiß, schreibt es doch bitte mal in die Kommentare, ob Magier auch Wahrnehmungen brauchen, um mit ihren Zaubern zu treffen oder ob das mit der Magie dann zusammenhängt. Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher. Wir bestätigen auf jeden Fall mal, denn wir sind fertig mit dem am Skillen. Ich werde jetzt erstmal so weiter skillen.
wie bisher. Und dann gucken wir uns hier in der Höhle weiter um. Was haben wir hier? Oh, da fehlt uns ein Schlüssel. Hä? Wo müssen wir weiter? Ach, da ist noch eine Tür. Okay. Aber das ist auch... Jetzt stehe ich aber gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Moment, jetzt muss ich mal eben kurz auf die Karte gucken. Wo geht's denn hier weiter? Moment, wir gehen nochmal kurz zurück, weil ich glaube, da habe ich auch noch was vergessen. Einmal hier rum. Hier waren wir, glaube ich, nämlich noch gar nicht drin. Wenn ich mich noch richtig erinnere, sollte das auch nur ein kleiner Raum sein. Hier ist nichts. Genau, da ist nämlich noch eine Kiste drin. Sehr schön, haben wir nochmal ein paar von den Tränken, die wir haben wollten. Oder beziehungsweise brauchen. Aber scheiße, wo geht's denn hier jetzt weiter? Ach, da war auch der Schlüssel drin, den wir brauchen. Bronzeschlüssel haben wir jetzt rechts angezeigt. Ich wollte schon sagen, wir müssen doch irgendwo weiterkommen. Ja, dann gucken wir mal hier rein. Aber ich würde sagen, bevor ich hier reingehe, speichere ich nochmal eine Runde. Also einmal speichern. Da sieht man es auch schon, 787. 787 mal gespeichert. Und 175 Tage war ich da schon unterwegs. Und hier gerade mal 10 Tage. Aber gut, da muss ich auch aufpassen, dass ich... Ach, das wird auch mitgezählt. Das ist ja interessant. Okay, auf jeden Fall bei Let's Play speichern. Ja, warum das mitgezählt wird mit den 797, weiß ich nicht. Ist ja auch egal, aber ich glaube, wir sind hier bei Luke angekommen. Es war ein Fehler von euch, hierher zu kommen, Abenteurer. Auftrag, missratene Söhne. Was? Eileen schickt euch, sie ist gewiss beharrlich. Noch eine letzte Gelegenheit, was? Wenn ihr sie seht, sagt ihr, es täte mir leid. Aber ich werde nie der Mann sein, den sie gerne aus mir machen würde. Ich mag ein Bandit sein, aber wenigstens habe ich mir dieses Leben selbst ausgesucht. Und da ich nicht die Absicht habe, den Rest meiner Tage in einem Kerker des Imperiums oder gar der Inquisition zu verbringen, lässt sich das hier wohl nur auf eine Weise beenden. Gegen Luke kämpfen oder Luke ziehen lassen? Wir kämpfen natürlich, denn wir sind kriegswillig. Wir wollen töten und Erfahrungspunkte sammeln. Zieht euer Schwert, meine Herren. Und was mit den zwei Damen, die wir dabei haben, du Hammel? Ich glaub's ja gar nicht. So, wir hauen erstmal drauf. Und er weicht wieder aus. Was hat er denn noch für Fähigkeiten? Sehe ich jetzt gerade nicht. Müssen wir ihn erst ein bisschen näher rankommen lassen. Ich bin gerade am überlegen, mache ich Eis oder mache ich Blitzstrahl? Ach, wir schießen erstmal mit Eis. Eis ist nicht verkehrt. Und jetzt bin ich, muss gerade am überlegen. Ich glaube, wir müssen mal mit 5 hier ein bisschen die Rüstung aufbauen. Na, das hat wieder super funktioniert. Und nochmal Eis. Sehr schön. Dann können wir auch draufhauen. Nein, du solltest nicht verteidigen, du solltest schießen. Naja, was soll's. Ah, so ein paar Magier dabei zu haben, ist schon gar nicht schlecht. Aua. Boah, jetzt weicht er auch noch einmal aus. Spinn's wohl. Friss das. Boah, wir haben Luke erledigt. Verscholtene Lämmer und Straßenräuber. 2 Missionen erfüllt. Da gucken wir doch einfach mal rein. Wir gucken auch mal ins Bestiarium. Haben im Bestiarium jetzt wie viele Viecher? 13 von 147 Viechern schon platt. Können wir einmal die ganzen Viecher auswählen, damit die dann auch nicht mehr als neu angezeigt werden. Das ist die Korallenpriesterin aus dem Leuchtturm, Elitepriesterin aus Leuchtturm. Und das sind Mamushi und Luke, das sind die zwei Bosse, beziehungsweise jetzt haben wir ja schon 3 Bosse, die wir getötet haben. Wobei hier bei Meistergegner immer noch 2 angezeigt werden. Teilweise verstehe ich die Anzeige nicht ganz. Und jetzt habe ich wieder vergessen, wir wollten ja bei den Aufträgen gucken. Gucken wir da unten mal. Holt euch das mysteriöse Buch, achso, das ist die Räuberhöhle, okay.
Und da müssen wir Maximus Bericht erstatten, dem Ork in der Garnison. Findet das Geheimversteck der Abwrackerkult, des Abwrackerkultes. Genau, das müssen wir auch noch machen. Das haben wir ja von dem Nager im Leuchtturm bekommen, die Quest. Das Bestiarium ist noch nicht so weit. Das ist die Asche von Owen. Und da haben wir schon. Findet Luke Schattenwald. Den haben wir ja gerade geplättet. Und die Obelisken müssen wir auch noch ein paar von finden. Gut, wir gucken uns mal um. Ob uns hier in der Höhle noch irgendwas erwartet. Irgendwelche Schätze oder so. Hätte ich gerade richtig Bock drauf, noch einen Schatz zu finden. Ach, guck mal, da geht's auch weit. Ach, hier geht's sogar raus, sehe ich gerade. Räuberhöhle, Ebene 1, okay. Hier ist aber soweit nichts mehr, bis auf das Buch, was da noch liegt. Schauen wir mal, was das Buch uns bringt. Yes, more glory. Perfekt, das ist das Buch, aus, das der Einhornherzog von diesen Banditen wiederbeschafft haben wollte. Sie öffnet das Buch und blättert darin herum. Ein Auszug der Verwirrung schleicht sich in ihr Gesicht und sie beginnt ein Selbstgespräch. Ein Buch voller Zahlen? Eine Art Kassenbuch? Aber es gibt keine Bezeichnung oder Namen. Könnte es sich um eine Art Verschlüsselung handeln? Das ist interessant. Warum ist dieses Buch so wichtig? Sie blickt auf und lächelt. Ah, verzeiht. Ich konnte noch nie einem guten Rätsel widerstehen. Jedenfalls ist unsere Arbeit hier erledigt. Ich danke euch für eure Hilfe, Schatzjäger. Hier ist die versprochene Belohnung. Ich kehre nach Sorpigal zurück und sorge dafür, dass dieses Buch den Weg zum Herzog findet. Ich werde dort sein, falls ihr mich braucht. Verabschieden. Sehr schön, 100 Erfahrungspunkte für jedes Gruppenmitglied ist auch was Tolles. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auch mal auf den Weg nach Sorpigal, um die Quests abzugeben, die wir hier haben. Und dann auch in der Storyline auch ein bisschen weiterzukommen. Wir haben ja jetzt mit der Räuberhöhle, die, ich weiß gar nicht, war das Hauptmission oder was eine Nebenmission? Und man sieht schon, wir sind jetzt hier wieder, wo wir die Aufnahmesession angefangen haben im letzten Part. Das war ja genau hier an dieser Stelle. Nur das Problem ist, hier kommt man auch nicht mehr runter. Was heißt Problem? Wir haben ja im Grunde die Räuberhöhle durch und können hier wieder komplett raus. Und von daher ist dann auch jetzt die Räuberhöhle endlich abgeschlossen. Hat ja jetzt auch gute 3 Parts gedauert. Aber gut. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Okay, irgendwann nicht mehr. Irgendwann holt das Alter mich ein und dann sollte ich schon sehen, bevor ich an Altersschwäche sterbe, dass ich hier noch so durchkomme. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurück nach Sorpigal und holen uns da einfach mal die nächsten Quests ab. So, haben wir denn hier überhaupt noch irgendwie was zu finden? Oh, da ist noch eine Grabungsstelle, sehe ich gerade. Hier scheint soweit nichts mehr zu sein. Achso, da hinten war noch das Fass am Leuchtturm. Was ist das? Achso, die Kiste hatten wir schon. Gut. Die Kiste haben wir auch schon. Auf nach Sorpigal. Unterwegs nach Sorpigal müssten wir eigentlich auch noch einen Brunnen finden. Wo ist er? Da hinten. Ich würde sagen, den grabbeln wir doch auch einfach mal an. Sehr schön. Damit ist die Gruppe wieder komplett regeneriert und auch geheilt. Mal gucken mal, ob wir hier in Sorpigal irgendwie was lernen können an neuen Fähigkeiten. Beziehungsweise wir müssen ja Experte und so in verschiedenen Magieschulen und sowas werden. Und da wollte ich mal kurz nachgucken. So, erstmal hier rein, gucken, ob der uns was beibringt. Ausbildung ist Pferd für keine Disziplin. Da kann keiner was lernen. Zauber kann ich auch nochmal gucken, mal Crazy Bane. Genau, da wollte ich eigentlich noch... Ich glaube, die leuchtende Waffe wollte ich mal machen. Die will ich nachher mal ausprobieren. Die kaufe ich einfach mal. Mr. Nick, was kann der noch? Was wäre ganz interessant oder sinnvoll? Steinhaut, Rüstungwert steigert sich um 11, wirkt 4 Runden lang. Ich weiß nicht, ob Steinhaut so sinnvoll ist. Nee, da bleiben wir erstmal bei.
Und Lady Angel. Oh, die kann eindeutig am meisten noch lernen. Klarer Verstand ist für Verwirrung. Und Adlerauge Wahrnehmung. Hm. Ne. Brauchen wir nichts. Und der kann uns so auch nichts mehr beibringen, so wie es aussieht. Klatsch, Ausbildung und Zauberlehren. Nee, geht nicht. So, dann gucken wir mal im nächsten Laden nach. Kurz auf die Karte schauen. Das war nur Eingang Spinnenhöhle. Was hatten wir hier? Das ist auch Spinnennest. Wir könnten eigentlich da mal gucken. Weil hier müsste ja theoretisch eine Ausbildung zu machen sein für uns. Ausbildung Luftmagie geht nix. Mit dem Bogen geht auch nicht und Armbrust geht auch nicht. Okay. Schwert haben wir noch nicht. Streitkolben geht aber. War es richtig? Streitkolben? Tatsächlich Streitkolben für die wilde Hilde. Können wir den auch demnächst weiterskillen. Experte mit der Axt geht auch noch nicht. Wusste ich gar nicht, dass die wilde Hilde schon so weit ist. Moment, da muss ich einmal gucken. Tatsächlich, Streitkolben war schon soweit. Axt ist auch bald soweit. Wobei, ich denke mal, noch zwei Level, dann können wir mit der Axt dann auch kämpfen. Zwei Waffen brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Oder vielleicht doch, ich weiß noch nicht. Für beidhändig müssen wir auf jeden Fall noch lernen, sehe ich gerade. Gucken wir mal, wo geht's als nächstes hin? Als nächstes erstmal hier in die Pelle, würde ich sagen. Ja, machen wir das als nächstes. Denn Rosalie haben wir ja damals in der Kapelle gefunden. Und da gucken wir mal, ob wir die jetzt auch wieder bekommen. Oder was die uns jetzt zu sagen hat. Ausbildung Experte Lichtmagie brauchen wir nicht. Dienste brauchen wir auch nicht. Gut, das ist nichts dabei. Ne, die hat soweit auch nichts. Ich werde den Part jetzt etwas länger halten, da wir uns ja hier noch ein bisschen in der Stadt rumtreiben. Deswegen, dass das nicht zu langweilig für euch wird, mache ich den Part einfach komplett noch weiter. Hatte die jetzt noch was zu sagen, nachdem wir Luke geplättet haben? Weil die hat uns ja die Aufgabe mit Luke gegeben. Nee, aber die hat auch so nichts. Gut. Hier können wir eben identifizieren und verkaufen. Das ist auch eine schöne Sache. Experte magische Fogi geht nicht. Ausrüstung bestimmen. Jep. Sehr schön. Und dann können wir mal Handel gucken. Wir verkaufen auf jeden Fall beidhändiges Schwert. Ist nicht so gut wie unsere Sachen. Die weißen Sachen verkaufe ich sowieso erstmal komplett. Das brauchen wir alles im Grunde nicht. So, was war mit dem Bogen? Wer kann weg? Oder müssen wir mal gucken, Dolch, haben wir überhaupt einen, der Dolche benutzt? Nö, das heißt, der Dolch kann auch weg. Was haben wir denn hier mit Schuhen? Ne, da behalten wir unsere legendären an. Stufe Arkane Disziplin. Ich glaube, dann ziehen wir ihm die an, wa? Wobei der Rüstungswert ist schlechter. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Wieso haben die denn keine... Ja, komm, er kriegt die. Dann haben wir wenigstens da auch blaue Stiefel an. Was haben wir hier? Handschuhe, Widerstand gegen Luftmagie, Stufe für die Fertigkeit Lichtmagie. Ach, guck mal an. Die können wir ihm noch anziehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Da hat er noch gar keinen Platz gehabt. Und Lichtmagie benutzt er, ja. Von daher ist er noch besser. Und da mal Schutz vor Lähmung. Ein Ring. Komm, dann kriegt er einmal unsere wilde Hilde. Schutz vor Lähmung, immer wichtig. So. Ja, dann haben wir das auch soweit schon mal wieder durch. Können hier raus. Halt, Moment. Hatte ich da jetzt geguckt von wegen... Achso, Experten magische Vogel ging ja nicht, ne? Gut. Raus zum nächsten Häuschen. Und dann sind wir in Sorpigal schon wieder durch. Bis auf die Quest, die wir dann noch abgeben müssen. Da war nichts mehr. Das Fass haben wir auch schon. Gucken wir hier noch eben. Klatsch, klatsch. Gut.
klatschen wollen wir auch nicht. Von daher auf zur Garnison, wo der Maximus ist, unser Ork-Freund. Und dann würde ich an dieser Stelle doch eigentlich schon mal wieder sagen, ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und schaltet in 2 Tagen zum nächsten Part von Might and Magic 10 Legacy wieder ein. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!